Es soll geschehen. Okay, es sind langsam nicht mehr sehr viele da drin. Vita Mortis. Sag, was du weiter. Also, Durchgang. Euer Ende ist nah. Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Auf in so den schmerzlos wie möglich. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? So, jetzt noch die beiden und dann. Ich muss mich mal aus. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten. Wäre schön, wenn ihr auch mal wieder treffen könntet. Bereit zu neu mit deiner Erlaubnis. Wie lautet deine Aufgabe? Vita Mortis. Warum hat mit deiner Erlaubnis? Euer Ernst mit dem kritischen Fehlschlag? Wie kann ich vorwärts? Okay, Rückzug. Speichern. Rasten. Laden, weil ich keinen Bock hab. Rasten. Schnell speichern. Reingehen. Sofort. Ah, da ist die Truhe. Was? Ist das alles? So, Perle mit einsprengen. Wie kann ich gewiss? Kann ich helfen? Es soll geschehen. So, da sind die beiden. Und sie sind jetzt beide unverletzt. Was ist denn so alles geschehen? Wer verletzt ist er schon mal? Komm, ein Treffer wäre noch nicht schlecht. Ja. Brauchst du mich? Vita Mortis. Wie lautet deine Aufgabe? Thank you.
schwer verletzt. Dann warst du gewiss. Gut. Also die Perle steht fürs Meer. Gut, das heißt, wir gehen jetzt zurück zu Rikasha. Rasten dort nochmal, dann gehen wir zurück in den Höhlenbereich, wo die Truhe steht. In Ordnung. Das ist der hier, glaube ich. Oder war das der? Nee, das ist der hier. Weil hier unten war die Höhle voller Schakale. Es ist halt interessant, wir müssen die Dinger wohl hier platzieren. Hier sind nämlich die 5 Teile zum Platzieren. Aber gleichzeitig gibt es auch 5 Altare. Für was die da sind, keine Ahnung, weil die Kristalle haben wir ja aus Truhen, die einfach so rumlagen. Außer natürlich, es passiert was mit den Altären, sobald wir alle 5 Steine in die Truhe gepackt haben, mit den Jahreszeiten. Werden wir ja dann gleich sehen. Oh, hier liegt noch was Besonderes rum. Tatsache, hier liegt. Ist das ein Ring der Handlungsfreiheit? Jo. Du hast noch keine Handlungsfreiheit. Du hast Handlungsfreiheit, du hast keine, du hast auch keine, gell? Du hast nur eine Auffindbarkeit. Oh ja, so ein Ring der Handlungsfreiheit ist nicht schlecht. Minotaurenfürstenaxt, Versetzungsumhang. Umhang plus 2. Mifrals Mantel ist auch viel besser. Winterwolfsmantel, den würde ich jetzt auch nicht weggeben. Oben in schillernden Farben. Ist auch nicht schlecht. Du hast schon so einen und du hast den Schutzumhang. Nee. In Ordnung. Also gut, dann pack mal hier die Dinger rein. So, und was nü? Was zur Hölle? Mögen die Götter euch gnädig sein. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Was ich tue. Okay, während die mit denen beschäftigt sind, lauf da hoch, check den Altar. Hey, makelloser Saphir. Dein Befehl? Euer Leben ist verwirrend! Der Sternsaphir ist eine kostbare Variante des Saphirs. Sofort. Das heißt, auf den anderen Altären müssten jetzt die anderen Steine sein. Sofort. Ist die Frage, sind jetzt auch wieder solche Ärgernisse respawnt an allen Altären? Das werden wir ja gleich sehen, wenn wir hier reingehen. Oh, hier sind 2. Ja.
gönnt mich mal. Sofort. Ich renn überall nur schnell rein und hol die Steinchen. Das ist jetzt ein Sonnenedelstein, makelloser, ohne Einsprengsel. Also Einsprengsel sind so Verunreinigungen, kann man sagen. Woran hast du gedacht? So, das heißt jetzt... Ist das alles? Ja, rasen wir zu dem hier, weil die greifen so langsam an, dass wir einfach die Sachen rausholen können und uns dann verziehen können. Sag, was du... Sofort! Vorwärts! Die Dämonen der... Wie kann ich helfen? In Ordnung! Ne, wir holen erst noch die restlichen beiden Steine, würde ich sagen. Ich höre. Bereit zu neuen, gern geschehen. Sind die hier auch schon respawned? Nein, die hier noch. Die sind nicht. Okay. Das heißt, die respawnen nach einer gewissen Zeit wieder. Nicht, weil ich die Edelsteine. Dein Befehl? Sofort! Aktiviert habe. Einverstanden. Hm. Wie toll. Hier habe ich schon bereits dann alles abgegrast. Und ja, wenn ich auf die Karte gehe, bewegen sie sich etwas schneller gefühlt. Mal sehen, sind die hier oben respawned? Was? Der Altar war... Ist das alles? Ich möchte mich ja nicht einmischen. Ja, sofort. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Sofort. Gut, das heißt, wir können rasten gehen. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich muss mich bald ausruhen. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. So. Wie weit seid ihr eigentlich noch von eurem Level-Up entfernt? Na, ein bisschen. Was? Okay, die Abstände werden auch irgendwie mal kleiner. Sag, was du von mir willst. Sofort! Ja, kann ich mich ausruhen? Danke. So. Wir haben die Steinchen. Was ist los? Wenn es dein Wunsch ist. Also, gehen wir doch mal durch. Wir haben den Sternsaphir, wir haben den Diamanten, wir haben den Mondstein. Wir haben einen makellosen Wasserstern.
Und einen Sonnenedelstein. Ja. So, welches Tagebuch? Himmel liegt über uns, Erde und Meer darunter. Die Sonne fliegt dahin, Tag wird zur Nacht gar munter. Also wir haben Himmel, Erde, Meer, Tag und Nacht.